Und ich freue mich, dass unser dritter, eigentlich der vierte Musketier schon eingelaufen ist. Ich sage immer Athos, Porthos, Aramis und D'Artagnan. Er war der Jüngste, also er ist D'Artagnan. Ich bin der Jüngste? Achso, ja. Okay, ja, ganz der Jüngste bin ich nicht. Ja, hallo Fulda, ich grüße euch. Ich war ja früher ganz häufig hier, weil ein guter Freund von mir hat hier sein Referendariat gemacht. Damals sind wir noch davon ausgegangen, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Es hat sich leider innerhalb der letzten 15 Monate ziemlich verändert. Also, der hat hier das Referendariat gemacht, nicht als Lehrer, sondern als Rechtsanwalt oder beziehungsweise als Jurist. Mein Kollege ist Jurist, ich bin das auch, ich bin Rechtsanwalt. Und hier hinten auf meinem Titel steht das drauf. Mittlerweile bin ich vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie erreicht man es im Jahr 2020, da hat es ja angefangen, in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden? Was muss man dafür tun? Es fängt damit an, dass man auf irgendeine kleine, letztes Jahr im April, auf irgendeine kleine Demonstration gegangen ist und ein Grundgesetz in der Hand hielt. Und dann kamen die Damen und Herren in der blauen Uniform, so wie die Herren da hinten, die wohl hier in Fulda sehr entspannt sind. Vielen Dank dafür, das war auch nicht in Fulda. Aber in Berlin und in Stuttgart wurde den Menschen gesagt, ihr dürft keine Grundgesetze in der Hand halten, das wäre verbotene politische Betätigung. Und ihr habt es ja vielleicht gesehen, Anselm Lenz ist damals dann in Gewahrsam genommen worden, Michael Ballweg ist auch bedrängt worden, eben wie gesagt, weil er ein Grundgesetz in der Hand hielt. Es war also der erste Schritt, um vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, bedeutet in Deutschland, sich zum Grundgesetz zu bekennen. Zumindest zu den Werten, die da drin stehen, nämlich Artikel 1 bis 19, das sind die Grundrechte, die findet man im Übrigen auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 wieder. Die findet man in der Virginia Bill of Rights von 1786. Also es ist im Prinzip das, was unsere Gesellschaft ausmacht, nämlich die Grundrechte. Und Grundrechte sind Freiheitsrechte. Und das mag man in Deutschland vielleicht noch nicht so ganz verstehen. Die Grundrechte sind uns nicht gegeben. Es ist nicht so, dass irgendeine höhere Macht, ein König, ein Fürst, ein parlamentarischer Rat oder die Vereinten Nationen oder sonst irgendwer uns die Grundrechte geben. Die Grundrechte haben wir qua Geburt. Qua Geburt sind wir freie Menschen. Und die Idee der Grundrechte ist nicht, dass man uns diese Freiheit gibt, dass da wie gesagt irgendjemand ein Gottgesandter ist, der sagt, welche Rechte möchte ich dir denn geben, sondern die Grundrechte sind sogenannte Abwehrrechte. Weil natürlich, wenn man in einer Gesellschaft zusammenlebt, dann braucht eine gewisse Organisation. Und die Organisation wird im Prinzip über solche Grundrechte geregelt. Im Prinzip kann man sagen, die Grundrechte stehen auch schon in der Bibel, im Alten Testament. Die 10 Gebote, die sagen nämlich im Prinzip genau das Gleiche. Also das in einer Gesellschaft, da steht drin, du sollst nicht töten. Und du sollst nicht begehren des anderen Hab und Gut. So, das sind im Prinzip die Grundrechte. Und das ist im Prinzip relativ einfach. Und der Staat darf in unsere Grundrechte nur dann eingreifen, wenn die Grundrechte von irgendjemand anderem gefährdet sind. Das ist erstmal der grundsätzliche Gedanke dahinter. Das heißt also, ich habe allgemeine Handlungsfreiheit, ich darf so schnell fahren, wie ich will auf der Autobahn. Und wenn ich aber durch das Schnellfahren Menschen gefährde, dann kann man da Schilder hinstellen und diese Schilder sagen dann, ich darf nur 120 fahren oder sowas. Und wenn ich fahre, war es bis 2020 so, dass man nicht vom wenn man ein bisschen schneller gefahren ist, hat man gegebenenfalls ein Bußgeld bekommen. Vielleicht hat man auch mal den Führerschein verloren, aber da war dann auch Schluss. Warum erzähle ich das? Masken nicht tragen, Abstand nicht halten, ist in nicht schneller als 120 zu fahren, obwohl dann 120 Schild. Das ist nämlich auch eine Ordnungswidrigkeit. Da kriegt man ein Geld, das bezahlt man oder geht dagegen in Einspruch und die Sache ist erledigt. Das heißt, der Staat darf in meine Grundrechte insoweit eingreifen, als dass ich andere nicht gefährde. Und da muss der Staat aber immer wieder darauf achten, dass er das verhältnismäßig macht. Also er darf zum Beispiel, wenn ich schneller ein Auto abschießen, wäre effektiv, dann würde ich es nicht mehr fahren, aber darf er nicht. Weil wiederum mein Grundrecht auf Leben dahinter steht. Das ist im Prinzip ist die
Jedenfalls bis 2020. Ich wusste, was da eigentlich mit los ist. Mir ging das ganz genauso. Ich habe mich 2020 im Februar auch erstmal zurückgezogen. Ich war damals in Mallorca. Auf Mallorca war es ein bisschen schneller, das Virus. Da tauchte es schon im Januar auf. Ich habe den ersten Corona-Patienten auf Mallorca kennengelernt. Der hat neben mir auch noch 200 andere umarmt, getroffen, auf Geburtstagsfeiern gewesen und so weiter. Kein einziger von denen war angesteckt. Da wusste ich, das Ding ist nicht so gefährlich, wie es im Fernsehen gemacht wurde. Das war nur meine persönliche Erfahrung. Aber es kam dieses Virus. Wir alle haben uns ein bisschen zurückgenommen und auf einmal ging es dann los, dass diskutiert wurde, hier gibt es jetzt einen Lockdown. Das heißt, auf einmal wurde gesagt, weil es eine Erkrankung gibt, die andere Menschen ansteckt, deswegen müssen alle anderen Menschen sich zurückziehen. Alle anderen Menschen müssen zu Hause bleiben. Dann kamen irgendwann die Masken dazu. Durften nicht arbeiten gehen, Kinder nicht in die Schule, teilweise nicht in den Kindergarten. Alte Menschen sind in Altenheimen einsam verstorben, weil sie ihre Verwandten nicht mehr sehen durften und so weiter. Alles massive Eingriffe in Grundrechte. Und lasst euch das nicht erzählen. Wer erzählt, wieso, es sind doch keine Grundrechte eingeschränkt worden? Natürlich, das sind die Grundrechte. Ich als Mensch habe das Recht, jeden von euch zu umarmen, wenn ich das will, und niemand darf mir das verbieten. Und es gibt nach keinem Recht der Welt, der Einzige, der mir verbieten darf, einen von euch zu umarmen, ist derjenige, den ich umarmen will, und der sagt, ich will nicht. Da ist die Grenze. Und da darf der Staat dann einschreiten. Das heißt, wenn ich jemanden gegen seinen Willen umarme, dann tue ich etwas, dann greife ich nämlich in seine Freiheitssphäre ein. Und dann kann der Staat kommen und kann sagen, stopp. Dann, wenn jetzt jemand zum Beispiel, ich umarme da hinten die junge Dame in dem pinken T-Shirt und der hellen Hose und die möchte das nicht, dann kann sie nach der Polizei rufen, dann wird die Polizei sie schützen und wird sagen, junger Herr, Sie belästigen die Dame, gehen Sie bitte weg. Was ja auch richtig ist. Das gleiche hätte man mit Corona, wenn man denn von der Gefährlichkeit von dieser Corona-Krankheit ausgeht, auch machen können. Jeder Mensch kann frei entscheiden, was er tut. Und es gibt eine ganz, ganz wichtige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ich glaube, die ist aus dem Jahr 2006, da ging es um das Luftsicherheitsgesetz. Da ging es genau um die Frage von Corona, es ist nichts anderes. Grundsätzlich ging es um diese Frage. Beim Luftsicherheitsgesetz hat der Bundestag entschieden, noch im Eindruck, das ist 2006, das ist also relativ schnell für deutsche Politiker, also 2001 waren ja die Anschläge auf das World Trade Center, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, ob das so stimmt oder nicht, das muss sich jeder selber denken, aber es gab diese Anschläge auf das World Trade Center und dann hat man in Deutschland überlegt, wenn in Deutschland so etwas passiert, darf ich ein Flugzeug abschießen, ja oder nein? Und dann hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das erlaubt, dass man ein Flugzeug abschießen darf, wenn ein Flugzeug entführt ist und das meinetwegen in Frankfurt auf den Deutschen Bankturm zufliegt. Da wurde ein Gesetz tatsächlich vom Bundestag verabschiedet und der Bundestag hat gesagt, ja, man darf dieses Flugzeug, was entführt worden ist, abschießen. Und dann hat der damalige Bundespräsident Horst Köhler gesagt, dieses Gesetz kann ich nicht unterzeichnen. Das widerspricht meinen Moralvorstellungen. Ich unterzeichne das nicht. Und daraufhin ist das Ganze vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. Und damals war das Bundesverfassungsgericht noch nicht so sehr ein politisches Gericht, wie es heute ist. Also das Bundesverfassungsgericht ist immer schon ein politisches Gericht gewesen. Das darf man nicht vergessen. Aber es war nicht so sehr parteipolitisch, wie es das heute ist. Und damals musste das Bundesverfassungsgericht entscheiden über die Frage, darf man ein Flugzeug abschießen, das entführt ist und auf einen Turm zufliegt, ja oder nein? Gibt es auch einen Spielfilm, wo man dann, glaube ich, ZDF hatte das so gemacht, wo man dann entscheiden sollte, wie steht man selbst dafür. Das hat der Ferdinand von Schirach, könnt ihr mal in der Familiengeschichte nachlesen, wo der herkommt. Der Ferdinand von Schirach hat, ein sehr guter Strafverteidiger, hat darüber eben ein Buch geschrieben. Und es geht eben, ich glaube, das Buch heißt Schuld, und es geht aber um die Frage von Moral. Und da musste das Bundesverfassungsgericht entscheiden, darf man ein Flugzeug, das entführt worden ist, auf einen Turm zufliegt, darf man es abschießen, ja oder nein? Ich habe jetzt mal den Standort geändert. Und jetzt kann man sich ja fragen, könnte man ja zum Beispiel als Antwort sagen, naja, wenn 3000 Menschen in dem Turm sind und 5 Menschen im Flugzeug, dann ja, weil 3000 gegen 5 sind 2.995 Menschen mehr im Turm, also schützt man 2.595 Menschen gegen die 5 im Flugzeug. Das Bundesverfassungsgericht hat eine ganz, ganz klare Antwort gegeben. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, und zwar die einzig richtige Antwort aus meiner Überzeugung, warte mal, ich mach's noch nein, aus. Das darf man nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn ein Flugzeug entführt wird, dann ist das gleichzusetzen mit einer Naturkatastrophe.
Das ist eine Katastrophe und dieses Flugzeug fliegt auf dem Turm. Der Staat muss alles dafür tun, die Menschen in diesem Flugzeug zu schützen. Er darf aber nicht das Leben von anderen Menschen opfern, um dieses Flugzeug zu schützen. Der Staat, jedes Leben, der Staat sagt, oder das Grundgesetz sagt, und das ist auch die moralische Norm, die wir haben, jedes Leben ist gleich viel wert. Und das bedeutet, der Staat darf nicht entscheiden, in das Leben eines Menschen einzugreifen, sondern der Staat darf schützen, er darf sich schützen vor jedes Leben stellen, er darf aber nicht eingreifen. Und das heißt, ein solches Flugzeug darf man nicht abschießen. Im Zweifel, man kann versuchen, die Leute zu retten. Man könnte versuchen, eine Mauer hochzuziehen. Man kann Flugzeuge vor dem Turm positionieren. Man kann alles versuchen. Man kann versuchen, mit anderen Flugzeugen dieses Flugzeug runterzubringen. Man kann dann unten Krankenwagen, Krankenstation, sonst was aufbauen. Man darf aber das Flugzeug nicht abschießen, weil die 5 Menschen, die in diesem Flugzeug sind, genauso viel wert sind wie die 2.995 in dem Turm. Und das ist die wesentliche Entscheidung. Und wenn man diese Entscheidung jetzt auf Corona überträgt, dann ist Corona eine Naturkatastrophe. Und es ist völlig egal, ob das in einem Wuhan-Labor hergestellt worden ist oder sonst was. Aber eine Krankheit ist eine Naturkatastrophe. Und wenn es eine Naturkatastrophe ist, dann ist die Aufgabe des Staates, Krankenhäuser zu schaffen, Intensivbetten zu schaffen, Medizin ranzuschaffen, im Zweifel eine Impfung ranzuschaffen, die natürlich freiwillig sein muss. Ärzte ranzuschaffen, Pfleger ranzuschaffen und so weiter und so fort. Warnungen auszugeben, zu sagen, tragt Masken, haltet Abstand, macht was immer. Macht Homeoffice, geht nicht zur Schule, was auch immer. Das darf der Staat alles sagen. Er darf es aber nicht verpflichtend machen, jedenfalls dann nicht verpflichtend, wenn durch seine Maßnahmen auch nur ein einziger Mensch stirbt, weil die Kollateralschäden, die auch nur ein einziges Leben kosten, und wir haben ganz viele alte Menschen, die in den Altenheimen einsam gestorben sind. Diese Schäden sind so, und da muss man Markus Söder mal zitieren, ja, lieber Herr Söder, wenn Sie an Corona und an die Gefährlichkeit von Corona glauben, wird möglicherweise jeden Tag ein Jumbojet entführt. Aber Sie, Herr Söder, schießen jeden Tag diesen Jumbojet ab. Das ist das Problem und das dürfen Sie nicht und das hat Ihnen das Verfassungsgericht gesagt. Und das muss jeder einfach verstehen. Wir alle, die wir das kritisieren, wir kritisieren doch nicht irgendwelche medizinischen Maßnahmen oder wir stellen uns doch nicht hin und sagen, Corona gibt es nicht und von mir aus darf auch jeder einen Impfstoff entwickeln, sondern wir sagen, der Staat hat nicht das Recht, Menschen dazu zu zwingen, Dinge zu machen, die sie nicht wollen, die dann am Ende Schäden bei den Menschen verursachen bis hin zum Tod. Und wenn eben durch die Maßnahmen, die dieser Staat gemacht hat, nur ein einziger Mensch verstorben ist, dann nennt man das Ganze ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auch das ist völlig klar juristisch definiert. Es gibt immer wieder irgendwelche Leute, die dann sagen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Verbrechen gegen die Menschlichkeit beginnen nicht da, wo man mit Waterboarding anfängt oder wo man irgendwelche Menschen ins Lager schickt und sie dann im Lager tötet. Verbrechen gegen die Menschlichkeit beginnen da, wo in Saudi-Arabien eine Frau nur deshalb, weil sie eine Frau ist, keinen Führerschein machen darf. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, dass Menschen, nur weil sie alt sind, ihre Familien nicht sehen dürfen. Oder umgekehrt, nur weil sie jung sind, nicht zu ihren alten Familienangehörigen gehen dürfen. Das darf jeder Mensch frei entscheiden. Und der einzige Grund, warum wir alle hier stehen, ist, dass wir das kritisieren. Dass wir sagen, es ist völlig egal, wie schlimm eine solche Krankheit ist. Es ist völlig egal, was da an Gefahren passiert oder an Gefahren droht. Der Staat muss natürlich aufklären und der Staat muss schützen. Der Staat darf aber nicht in das Leben der Menschen eingreifen und vor allen Dingen nicht über eine solch lange Zeit. Und das hat übrigens früher auch das Infektionsschutzgesetz so vorgesehen. Das Infektionsschutzgesetz hat natürlich immer gesagt, wenn irgendwo eine Gefahr droht, dann darf der Staat kurzfristig eingreifen, was ja auch völlig richtig ist. Ich war jetzt gerade am Frankfurter Flughafen, wenn ich da ankomme und da ist ein bekannter Ebola-Patient, dann ist es völlig in Ordnung, dass der Staat zu mir sagt, du bleibst jetzt im Flugzeug sitzen und darfst nicht aussteigen. Es wäre aber nicht in Ordnung, wenn der Staat zu mir sagen würde, du bleibst die nächsten 15 Monate im Flugzeug sitzen, weil da ein Ebola-Patient ist. Und das tut er gerade. Und das ist das, was man verstehen muss.
Und es ist eine absolut widerliche Relativierung des Nationalsozialismus, wenn man sagt, dass Menschen, die für Freiheitsrechte anderer Menschen einstehen, dass diese Menschen Nazis seien. Weil das würde ja bedeuten, stellt euch mal vor, ihr alle, Wolfgang Greulich, da ist er, Bodo Schiffmann oder ich, wir wären tatsächlich Nazis. Wenn wir tatsächlich Nazis wären, würde das ja bedeuten, dass Adolf Hitler und seine Kumpanen für Freiheitsrechte der Menschen gekämpft hätten. Das würde ja bedeuten, dass Adolf Hitler gesagt hätte, Menschen müssen frei sein, Menschen müssen demonstrieren dürfen, Menschen müssen frei entscheiden dürfen, wen sie umarmen. Genau das haben die doch nicht gemacht. Das ist doch ein völliger Irrsinn. Es ist ja eine Umkehrung der Realität und es ist eine Verniedlichung des Nationalsozialismus. Nazis haben Menschen getötet und nicht geschützt. Und so zu tun, als ob Nazis die Retter der Welt gewesen wären, was jetzt gerade über die Zeitungen und über die Medien passiert, also mittlerweile diese Gleichsetzung, das ist eine unglaubliche Relativierung. Und dass die ganze Linke in Deutschland dagegen nicht aufsteht, sondern sogar noch Applaus klatscht und sich die FFP2-Maske aufsetzt, das ist für mich der große Skandal. Und ich habe... Es ist ja mittlerweile relativ bekannt, dass ich früher selbst bei der Antifa war. Und ich habe mit Bodo im Bus immer gestritten und habe gesagt, nee, so ist es nicht. Aber leider muss ich Bodo mittlerweile recht geben. Das, was hier passiert, also die Antifa, die sich Antifa nennen, das sind tatsächlich die Faschisten. Faschismus bedeutet ja die Bündelung der Interessen hinter einer Idee, hinter einem Führer oder hinter einer Führung. Und genau das passiert, nämlich folge den Regeln, folge der Politik, sei nicht regierungskritisch und setz dich um Gottes Willen nicht solidarisch für andere Menschen ein. Das ist das, was die Antifa heutzutage fordert und nennt dann andere, die das kritisieren, Nazis. Das muss man sich mal vorstellen. Wobei, ich muss die Antifa in Schutz nehmen. Jetzt war gerade bei Rammstein wieder ein großes Treffen der Friedensaktivisten in Deutschland und mittlerweile sind die ganzen Alt-Antifas da. Die Alt-Antifas, die sind diejenigen, die man jetzt Querdenker nennt. Die nämlich sagen, Bodo war auch da, genau. Die nämlich sagen, wir müssen jetzt hier endlich was tun. Und die da aufstehen und sich heute Antifas nennen, das sind irgendwelche jungen Leute. Ich weiß nicht, wo die herkommen oder wo man die hergekriegt hat, aber mit Politik, mit Freiheit, mit Solidarität haben die überhaupt nichts zu tun. Und deswegen... Deswegen lasst euch das nicht einreden. Lasst euch nicht erzählen, dass ihr irgendwelche, ihr wisst es ja selber, dass ihr irgendwelche schlechten Menschen seid. Jetzt gerade heute kam wieder dieser Bericht, dass angeblich das THW von Querdenkern angegriffen worden ist, da in den Fluchtgebieten. Da kommt einer und sagt, ich bin ein Querdenker und schmeißt irgendwas da drauf. Also wie sieht denn ein Querdenker aus? Guckt euch mal an, wie sieht denn der typische Querdenker aus? Wenn ihr euch mal eine tatsächliche Nazi-Demonstration anguckt, da seht ihr schon, wie die Leute aussehen. Die haben einen relativ gleichen Style, das ist hier gar nicht so. Polizei hat es übrigens widerrufen, Polizei hat gesagt, wir haben auch keine Kenntnis davon. Aber es geht erstmal durch die Medien. Wenn irgendwas jetzt passiert, Kassel ist übrigens verboten worden. Das Hauptargument des Verwaltungsgerichtshofs war, dass 9 Menschen sich belästigt gefühlt haben durch die durch die Stadt gegangen sind. Eine Familie sei sogar angeschrien worden, weil die Kinder Masken getragen hätten und in einer Gaststätte hätten irgendwelche Menschen Urin an die Wand geschmiert. Das ist der Grund, warum Kassel verboten worden ist. Und die Polizei sagt, wir als Polizei sind nicht in der Lage, so etwas zu verhindern. Und weil das passiert ist, die haben gesagt, aus Infektionsschutzgründen nicht, hier in Kassel ist ja nichts los. Es sind, glaube ich, in Kassel aktuell 3 Menschen offiziell mit PCR-positiven Test. Einer ist wegen Corona im Krankenhaus. Die haben gesagt, mit Infektionen hat das nichts zu tun, sondern diese Querdenker sind so gewalttätige Menschen, die schreien Familien mit Kindern an, nehmt die Maske ab. Und weil die so gewalttätig sind, muss man sie verbieten. Das ist das, was gerade passiert. Ihr wisst, wer ihr sind. Ich sage das auch, ich habe mit einer Journalistin gesprochen, die hat mich gefragt, also die ist aus Mainstream und die fragte mich, Herr Ludwig, wie halten Sie das eigentlich alles aus? Und ich habe gesagt, ach wissen Sie, ich weiß, wer ich bin. Mir ist es völlig egal, die können mich als Nazi betiteln, ich bin ja keiner. Und das ist auch mein Tipp an euch, wenn ihr das alles lest, wobei ich mittlerweile, habe ich gerade vor kurzem geschrieben, bei Twitter gibt es so eine wunderbare Funktion, Stummschalten. Jeder, der Blödsinn schreibt, wird bei mir einfach stumm geschaltet. Erstaunlicherweise sind die Blödsinn schreiben, die haben immer so 3-4 Followers und sind im Ende 2020 dann irgendwie erstmal da drauf gegangen. Also man kann das auch alles ignorieren. Ihr wisst, wer ihr seid, ihr macht das Richtige und am Ende wird sich die Freiheit und wird sich
die Gerechtigkeit und wird sich die Wahrheit durchsetzen. Vielen Dank. Ja.